dann legen wir los und ich sage Hallo an alle Bayern-Fans hier aus Riva del Garda, aus dem Trainingslager des FC Bayern Basketball. Wunderschön hier, wunderschön auch, dass Danilo Bartel bei mir ist. Danilo, servus. Servus. So schön es hier auch ist, für euch ist es nicht nur vergnüglich hier, oder? Nee, die ersten Trainingseinheiten, die waren sehr, sehr hart. Viel, viel gerannt. Aber gut, das gehört, glaube ich, zu den ersten Tagen dann auch dazu. Wie ist es allgemein so nach einer Sommerpause? Schmerzen die Knochen da schneller oder ist man einfach voller Energie? Oder ist alles eingerostet? Ja, ich glaube, das wird die nächsten Tage, wird der Körper mehr und mehr ein bisschen wehtun. Aber ich glaube, alle Jungs sind bereit und motiviert und freuen sich auch wieder, dass es losgeht. Wie war der Sommer so allgemein für dich als Finals-MVP und als Doublesieger? Musste dich dein Umfeld ein bisschen auf den Boden zurückholen? Oder? Nee, ich glaube, liegt bei mir in der Natur, glaube ich, dass ich da jetzt nicht irgendwie groß abhebe oder irgendwie was groß darauf einbilde. Aber es war natürlich schon schön und entspannt, die Saison mit einem Sieg abzuschließen. Und ja, da ist auf jeden Fall, kann man den Urlaub noch mal ein bisschen mehr genießen. Schauen wir mal ein bisschen nach vorne, was auf euch zukommt. Bundesliga, Titelverteidiger. Ihr müsst den Titel verteidigen, genauso im Pokal. Dazu kommt die Euroleague, ein Spielplan, der es gewaltig in sich hat. Was überwiegt, die Vorfreude darauf oder doch auch der Respekt vor diesem Riesenprogramm? Auf jeden Fall die Vorfreude. Also ich persönlich freue mich riesig, dass wir nächstes Jahr jetzt oder diese Saison Euroleague spielen. Und kann es nicht abwarten, gegen die besten Spieler Europas, in den besten Hallen Europas, gegen die besten Teams Europas zu spielen. Und ich glaube, das wird für die ganze Umfeld in München, Basketball in München, eine tolle Erfahrung werden. Und deswegen überwiegt eindeutig die Vorfreude, aber gleichzeitig wissen wir auch alle, die sich den Spielplan mal angeschaut hat, wie es da zur Sache geht und dass es da heißt, dass man auf jeden Fall hochprofessionell die ganze Saison angehen muss, um auch verletzungsfrei hoffentlich da gut durchzukommen. Für dich persönlich war die letzte Saison die bisher beste, mit dem grünen Abschluss, wie wir vorher schon gesagt haben. Das nächste Jahr, was sind die Ziele für dich persönlich? Es ist immer schwierig, solche Leistungen zu bestätigen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich sage mal persönlich, ich will mich jedes Jahr aufs Neue weiterentwickeln, besser werden, aufs nächste Level kommen, spielerisch. Das heißt jetzt auch Euroleague, mich da zu beweisen, persönlich, aber auch mit der Mannschaft, dort erfolgreich zu spielen. Und klar wollen wir als Mannschaft die Titel der letzten Saison bestätigen und, ja, und nochmal da welche einfahren. Ja. Gerade national seid ihr jetzt die Gejagten, das ist das erste Mal seit langer Zeit, sonst wart ihr immer die Anführer der Jäger quasi. Ist es ein Vor- oder ein Nachteil oder ihr müsst euch sicher auch darauf einstellen, dass ihr noch mehr Probleme habt, auswärts zu bestehen? Man hat es an Bamberg letztes Jahr auch gesehen, dass sie Probleme hatten, vor allem auswärts nach Euroleague-Reisen. Ja, das werden die wichtigsten und die schwierigsten Spiele. Mit kurzer Regenerationszeit auswärts nochmal reisen. Auf die wird es ankommen, wenn wir am Ende der regulären Saison oben stehen wollen. Klar, Bayern ist immer gejagt, auch wenn wir nicht letztes Jahr als Meister ins Rennen gegangen sind. Aber ich denke, jede Mannschaft ist immer extra motiviert, gegen uns zu spielen. Die Fans sind extra motiviert. Deswegen ändert sich da jetzt an der Situation nicht viel, außer dass wir natürlich als amtierender Meister ins Rennen gehen. Abgesehen von der physischen Belastung mit den vielen Reisen und den vielen Spielen, ist es sicherlich auch mental eine Aufgabe. Werdet ihr da speziell darauf vorbereitet, so, was auf euch zukommt? Oder können da Spieler, die Euroleague erfahren sind, wie Leon Radosevic oder Petri Koponen, euch da was mit auf den Weg schon geben, bevor es losgeht? Wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber geredet, dass es eine extreme Belastung ist. Die Euroleague hat sich auch noch mal verändert, jetzt, da das eine eigene Liga geworden ist. Es war vielleicht auch für die Spieler neu. Aber klar geben die Erfahrungen weiter. Aber ich denke, jeder Spieler für sich muss da in den Rhythmus reinkommen, dass er das Jahr gut übersteht, gut regenerieren kann und für sich die besten Methoden finden, um das so professionell wie möglich zu lösen. Aber steht außer Frage, dass das eine extrem hohe Belastung für Körper und Kopf ist, weil wirklich eigentlich 24 Stunden sich um Basketball drehen. Was denkst du, was möglich sein wird? Werden Ziele definiert so nach, also es ist für viele von euch ja die erste Euroleague-Saison, die erste Erfahrung mit dieser Liga. Was ist dein Ziel oder was denkst du, was ist möglich mit eurer Mannschaft?
ist ganz schwer einzusetzen. Gerade schätzen jetzt gerade, wenn wir noch so früh in der Saison sind, natürlich wollen wir erfolgreich spielen, aber ich denke, als erste Saison jetzt in der Euroleague, als junge Mannschaft, die wir sind, heißt natürlich erstmal Erfahrung sammeln und ja, natürlich hoffen und alles geben, um so weit oben wie möglich abzuschließen. Aber wo das am Ende der Saison ist, kann man jetzt auf keinen Fall sagen. Ziel in der Bundesliga ist natürlich Titel verteidigen und erstmal den ersten Platz nach der Hauptrunde zu haben. Wie schätzt du die Bundesliga diese Saison ein? Was denkst du, wird entscheidend sein und wer sind so die Hauptkonkurrenten in deinen Augen? Ja, es wird wieder eng sein. Und wie ich schon gesagt habe, man kann gegen jede Mannschaft verlieren in der Liga. Und das durchweg, wenn man da nicht hochkonzentriert ins Spiel geht. Klar ist natürlich die Mannschaften, erfolgreichen Mannschaften der letzten Jahre wie Berlin, Bamberg, die wahrscheinlich als Hauptkonkurrent nennen muss. Man hat gesehen, wie eng es letztes Jahr war gegen Berlin, die ganzen Spiele, die um Titel gingen. Deswegen wird es ähnlich eng und spannend wieder zugehen. Ein Grund, warum du sicher etwas anders in die Saison gehen wirst, ist, dass du neuer Kapitän des FC Bayern bist. Wie fühlt es sich an? Gut, schön. Also es ist für mich eine große Ehre, dass ich das Vertrauen vom Verein, vom Trainer, von der Mannschaft bekomme, diese Aufgabe in Angriff zu nehmen. Habe es auch ja schon in Frankfurt gemacht, deswegen auch mit meinen jungen Jahren gar nicht mal so unerfahren in dem, mit der Aufgabe, aber ist natürlich nochmal eine Herausforderung zusätzlich. Ja. Wie kam es dazu? Kam Coach oder Marco Pesic auf dich zu und hat gesagt, mach mal, oder kamst du auf dich zu, ich würde gerne, oder wie passiert sowas? Wir haben ersten Huddle gemacht im allerersten Training in München und meinte Coach, ja, Danilo, Spruch gesagt und weggelaufen. Er so, ja, du bist der Captain für das neue Jahr. Ich so, okay. Ja, natürlich. Musstest auch nicht nochmal eine Nacht drüber schlafen, sondern hast gesagt, okay, mach ich. Ja, klar. Also ich meine, wie gesagt, ich hab die Erfahrung schon mal gemacht und sehe das als wirklich große Ehre an, da irgendwie die Mannschaft oder den Verein so repräsentieren zu dürfen. Deswegen stand es für mich außer Frage, dass ich das mache. Was zeichnet einen guten Kapitän in deinen Augen aus? Also wie willst du auftreten? Was willst du der Mannschaft geben auch? Ich glaube einfach mit gutem Beispiel vorausgehen. Also dass man hungrig ist, dass man jedes Training voll angeht, alles gibt und wirklich mit dieser Einstellung, kämpferische Einstellung, glaube ich, vorangeht. Und ich glaube, das hat mich über die letzten Jahre so oder so schon ausgezeichnet. Deswegen hoffe ich, dass ich gar nicht so viel verändern muss. Und sonst, wenn es Probleme gibt, einfach helfen. Großes Thema ist dann natürlich auch den Einstand. Also Kiste Bier oder was passiert da bei euch? Was wird da kommen? Da es noch sehr überraschend war, konnte ich mir da noch nicht viel Gedanken drüber machen. Aber ja, mal schauen, vielleicht mal noch, wenn wir aus dem Trainingslager zurück sind, mal zu einem kleinen Essen oder so. Okay, wir werden es weitergeben an die Mannschaft. Bevor es jetzt losgeht mit den Pflichtspielen, stehen noch 6 harte Vorbereitungswochen auf dem Programm. Ihr habt euch jetzt so eine knappe Woche kennengelernt. Dein erster Eindruck von den neuen Teamkollegen? Ja, sehr gut. Also haben sich sehr, sehr schnell eingefügt, alles sehr offene Charaktere, motiviert, die auch eigentlich ja mehr oder weniger alle schon die Spieler ein bisschen kannten, einige aus der Bundesliga gewechselt. Große Neue war natürlich Petri, aber auch er sehr, sehr offen und einfach erfahrener europäischer Klasse-Spieler. Deswegen war das alles bisher relativ einfach, die Jungs zu integrieren. Sehr schön. Bevor wir dich jetzt entlassen hier aus dem Interview, haben wir noch eine Bitte, und zwar diese 4 Neuzugänge, die wir haben. Die müssen ja normalerweise irgendwie zum Einstand singen irgendwann beim Teamessen, oder ist da was geplant? Wann wird das stattfinden? Ja, müssen wir noch mal überlegen. Also wir haben auch schon überlegt, was die Rookies jetzt mal machen müssen. Haben mal so ein Video gesehen aus der NFL, wo sie während dem Trainingslager eigentlich eine schöne Frisur geschnitten bekommen. Gute Idee. Deswegen müssen wir mal uns zusammensetzen, die Spieler, die schon ein bisschen länger da sind, und uns eine Sache überlegen. Aber ich glaube, ihr werdet es mitbekommen, sollte es dazu kommen. Genau, das wäre nämlich unser Anliegen, dass, sollte da irgendwas passieren, du uns versorgst mit Videomaterial, dass wir es niemandem vorenthalten müssen. Das kriegen wir. Wunderbar. Dann sage ich Dankeschön.